Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lieber Herr Fussem, ich habe ja mal einige Semester erst Lehramt studiert, habe es dann nicht weiterverfolgt, aber hätte ich es weitergeführt, hätte man zumindest zum ersten Teil Ihrer Rede sagen müssen, Thema verfehlt. Das waren so die üblichen rhetorischen Stanzen, die Sie wahrscheinlich immer bei verkehrspolitischen Reden bringen. Aber im zweiten Teil wurde es ja durchaus dann auch noch dem Antrag angemessen, dem FDP-Antrag. Der LEP, der jetzt gerade in der Diskussion ist, wird den bisherigen Landesentwicklungsplan aus dem Jahre 1995 ablösen. Eigentlich soll man ein solches Werk alle 10 Jahre vorlegen, 10 bis 15 Jahre. Jedenfalls hätten Sie das, lieber Herr Ellerbrock, Sie lauschen ja aufmerksam, durchaus auch in Ihrer Regierungszeit machen können. Da sind Sie nicht dazu gekommen zwischen 2005 und 2010. Jetzt machen Sie einen Antrag, dass entsprechend Druck gemacht werden soll. Also, der LEP ist auf einem guten Weg. Es gibt verschiedene Phasen der Öffentlichkeitsbeteiligung. Wir sind jetzt gerade in der zweiten Phase. Allgemein wird sehr gelobt von Verbänden, von Kommunalparlamenten, von Regionalräten, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung beim LEP gut ist. Von daher würde ich sagen, der ganze LEP ist erstmal auf einem guten Weg und die Landesregierung hat den festen Vorsatz, ihn auch in dieser Legislaturperiode abzuschließen und entsprechend dann vorzulegen. So, jetzt zum konkreten Thema der Häfen und Flughäfen, die Sie ja in dem Antrag angesprochen haben. Bei den Flughäfen ist es erstmal so, Sie kritisieren das ja, dass der LEP alle 6 Standorte von Flughäfen, größeren Verkehrsflughäfen in diesem Land sichert, und zwar landesplanerisch für die nächste Dekade. So, der LEP sieht nicht vor, ausdrücklich, das ist in Ihrem Antrag auch falsch wiedergegeben, dass ein Flughafen andere Flughäfen um Genehmigung, was entsprechende Ausweitungen oder weitere planerische Schritte fragen muss. Das ist nicht vorgesehen. Man kann die Frage stellen, warum der Flughafen Münster, das hat der Kollege Ott ja aufgegriffen, ein Flughafen mit einem sehr überschaubaren Maß, vorhin noch mal nachguckt, 10 Starts am Tag, insgesamt 800.000 Starts und Landungen im Jahr, landesplanerisch gleich eingestuft wird wie der Flughafen Köln-Bonn und der Flughafen Düsseldorf. Das ist zu Recht angemerkt worden, dem bisher gültigen Luftverkehrskonzept geschuldet und der Einstufung der deutschen Flugsicherung als internationaler Verkehrsflughafen. Er ist ja einer der 3 Flughäfen, die entsprechendes Luftsicherheitspersonal für Nordrhein-Westfalen auch vorhält. Wir sind nicht der Auffassung, und darüber gilt es dann im Ausschuss mal zu debattieren, dass man einem Flughafen wie Paderborn-Lippstadt mit aktuell 5 Starts und Landungen am Tag die gleichen landesplanerischen Voraussetzungen schaffen sollte, also die Frage von Flächenreserven, verkehrlicher Anbindung, Entwicklungspotenzialen in der Region, wie einem internationalen Großflughafen wie Köln-Bonn oder Düsseldorf. Darüber gilt es mal zu streiten, aber mich würde mal sehr interessieren von Seiten der FDP, warum Sie denn meinen, dass ein sicherlich relevanter Regionalairport wie beispielsweise Paderborn-Lippstadt die gleiche landesplanerische Voraussetzung haben sollte wie internationale Großairports. Aus unserer Sicht ist das ein Strohhalm, wo insbesondere IAK und Flughafengeschäftsführung angesichts von zurückgehenden Fluggastzahlen, von schwierigen wirtschaftlichen Prognosen jetzt glauben, wenn sie sozusagen die gleichen landesplanerischen Entwicklungspotenziale hätten wie ein Flughafen wie Düsseldorf, dann würden auf einmal die Flugbewegungen exorbitant anwachsen. Wir glauben, dass es landespolitisch und landesrechtlich relevant ist, darauf zu achten, dass es bei Flughäfen auch keinen Wildwuchs gibt. Gucken Sie sich Projekte wie Kassel-Calden beispielsweise an in Hessen, 70 Kilometer von Paderborn entfernt, oder auch der Flughafen Dortmund mit einem sehr hohen jährlichen Defizit von 20 Millionen Euro, sehr nah an Paderborn-Lippstadt gelegen. Also das gilt es entsprechend auch mal zu debattieren und sich darüber auszutauschen, ob man denn für alle Flughäfen die gleichen landesplanerischen Voraussetzungen bereitstellen sollte. Jetzt schnell noch zu den Häfen. Ich sehe, meine Zeit wird knapp. In dem LEP-Entwurf sind alle 13, oder beziehungsweise wir haben insgesamt 120 Hafenstandorte. Davon sind etwa 20 öffentlich, die anderen sind Industriehäfen und private Häfen. Meine Frage wäre an die FDP, meinen Sie denn, dass alle diese 120 Hafenstandorte, auch wirklich die kleineren Industrieanlegestellen, sozusagen über einen LEP landesplanerisch zu schützen sind für die nächste Dekade? Das wäre meine Frage, weil wir haben es ja in dem jetzigen LEP-Entwurf so gemacht,
dass die großen öffentlichen Standorte entsprechend landesplanerisch geschützt werden, auch mit der Abstandsregelung entsprechend für die weitere Entwicklung, dass aber die anderen Hafenstandorte entsprechend in kommunaler Regelung sind. Das heißt, es ist natürlich den Kommunalparlamenten oder auch den Regionalräten unbenommen, entsprechende Regelungen auch für kleinere Häfen vorzuhalten. Wir glauben, dass es richtig ist, von Seiten des LEP aus starke Häfen entsprechend zu sichern und die anderen hier auch vorhanden im Land, über 100 vorhandenen Häfen, entsprechend den kommunalen und den Regionalräten zu überlassen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Flocke. Für die Piraten spricht jetzt Herr